Anna. Oh Gott, ist was mit den Kindern? Nein, woran du immer gleich denkst. Na hör mal, wenn du hier so plötzlich auftauchst, noch dazu am Vormittag, das muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, erstens hatte ich Sehnsucht. Das ist ein Grund. Und zweitens? Muss ich mit dir was besprechen? Ich habe einen Brief von der Eurodata heute bekommen. Von unseren Nachbarn? Waren wir wieder mal zu laut? Nein. Was wollen die sonst? Unser Haus. Unser Haus? Die Zentrale soll nach Berlin verlegt werden, dann brauchen sie Platz. Entschuldige, aber die können es doch nicht einfach rauswerfen. Das haben sie auch nicht vor. Rauskaufen wollen sie uns. Sie sind uns auch behilflich bei der Suche nach einem neuen Haus. Eine von uns beauftragte Maklerfirma kann Ihnen Objekte in bester Lage anbieten. Nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Unser schönes Haus. Und du hast gerade noch das Dachgeschoss ausbauen lassen. Also jetzt lies erst mal, was Sie bieten. Was? So viel? Ja, übernehmen auch sämtliche Kosten für Renovierung, Umzug und so weiter. Nicht schlecht, da würden wir direkt noch ein Geschäft machen. Aber schon wieder umziehen. Jetzt, wo unser Garten gerade so schön in Schuss ist. Das Tor haben wir auch erstreichen lassen. Nanji, nein! Nicht, du darfst nicht so schwer reden. Ist doch ganz leicht. Ganz leicht. Wo soll denn der Topf hin? Hier, warte, ich stell noch das Ding da. Du, dass du mir das nicht wieder machst. Ja. Ja, ja, das musst du doch verstehen. Du hast schon drei Kinder, aber das ist mein erstes. Lach nur. Du, weißt du, vielleicht sollte man sich die Sache doch mal überlegen. Ich meine, wenn das Baby erst da ist, wahrscheinlich wird es ja wirklich ein bisschen eng bei uns. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Red doch mal mit den Leuten. Sag mal, bist du eigentlich sehr geschäftstüchtig? Nicht sehr. Weißt du was? Lass Alfons mit der Firma verhandeln. Der kann sowas. Wenn du meinst? Klar, wir können ihn doch morgen Abend gleich mal fragen. Morgen Abend? Sind wir eingeladen zum 21. Hochzeitstag. Oh, habe ich ganz vergessen. Ich nicht? Nie. Nein, das stimmt. Muss ich Alfons leider recht geben. An den Hochzeitstag denkt er immer. Er vergisst bloß ab und zu, dass er verheiratet ist. Oh, bitte. Ah, aber der Ring ist hübsch. Sag mal, hübsch ist gut. Ist ein Traum. Da hast du dich aber angestrengt, was? Oh, nein, ist ja nichts weiter, nicht? Nur eine kleine Treueprämie. Ja, die steht mir auch zu. Ja, und dann die herrlichen Rosen. 21 Stück. Für jedes Jahr eine. Nehmen wir mal ein Beispiel an Alfons. Ach, bloß nicht, du. Also, das kann ich Angie nicht antun. Stell dir vor, ich komme am ersten Hochzeitstag mit einer Rose an. Ja, wenn's weiter nichts wäre. Also, ich finde, du hast einen sehr aufmerksamen Ehemann. Da hörst du es. Ja, aufmerksam ist er. Ihm entgeht kein junges Mädchen. Nach jeder dreht er sich um. Du verstehst das eben nicht. Ich bin ganz einfach neugierig. Neugierig auf Menschen. Ja, merkwürdigerweise nur auf den weiblichen Teil der Bevölkerung. So, also wisst ihr, was ich jetzt noch möchte? Noch etwas Kaviar. Nein, nein, danke dir. Das ist komisch. Ich freue mich immer so auf Kaviar mit Toast. Wenn ich dann eins gegessen habe, kann ich nicht mehr. Das weiß ich. Darum habe ich dich auch eingeladen. Ja, aber etwas Champagner möchte ich noch. Alfons! Der hält sich doch nicht bis morgen. Du passt nicht auf, du bist ein schöner Gastgeber. Ja, entschuldige, ich war in Gedanken, sonst hätte ich doch selbstverständlich. Ich meine, ich bin ja nicht vertrottelt, wenn ich manchmal auch so aussehe. Nein, kannst du mir auch gleich. Ja. Ihr werdet es erleben, wenn ich mit der Eurodata für euch verhandle, was ich da alles für euch raushole. Ah ja, haben die euch schon Häuser angeboten? Mhm. Naja, sogar 10 oder 11. Na und? Ja, wir haben uns noch nichts angesehen. Wir wollen die Kinder mitnehmen, aber Tanja ist ja Augenblick unterwegs. Mhm. Aber übers Wochenende. Die Eltern von einer Schulfreundin haben ein Bungalow in der Lüneburger Heide. Och, da hoffe ich, dass euch die Kinderchen was Hübsches aussuchen, nicht? Ja. Darauf wollen wir trinken. Auf das neue Haus. Vielleicht könnt ihr euch verbessern. Komm. Ich finde unser Haus sehr schön. Ja, ich doch auch. Aber seitdem die euch die Bushaltestelle direkt vor die Nase gesetzt haben, ist doch ziemlich viel Betrieb da. Ja, nicht? Besonders morgens. Also weißt du, früher habe ich ja um diese Zeit noch bestens geschlafen. Da hat mich das nicht gestört. Aber seit ich Vater von 3 schulpflichtigen Kindern bin, reißt mich der Wecker um 6:30 aus dem besten Schlaf. Dich? Mich? Du bleibst doch liegen. Also entschuldige, ich traue mich gar nicht mehr einzuschlafen. Wenn ich dich jeden Morgen dich aus dem Bett werfe, dann würden die armen Kinder nie pünktlich zur Schule kommen. Ne? Vielleicht ist das meine Schuld. Wenn du mich immer noch mal in den Arm nimmst, das ist dann so kuschelig, da schlafe ich sofort wieder ein. Ach. Also früher habe ich ja Frauen anders gewirkt. Aber man wird eben alt, ne? Ja. Sag mal, Werner, fühlst du dich noch frisch genug, einen neuen Auftrag anzunehmen? Ich hätte da was für dich. Ach, das wird schon noch gehen, wenn ich mich noch mit etwas Kaviar stärken darf. Ja, aber natürlich. Danke. Wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt dein dritter Toast. Ist gut, dass du auf mich aufpasst. Ja, es hilft bloß nichts. Ich sehe schon, du wirst hier nie mehr eingeladen. Also, nehme ich mir noch einen Löffel.
zum Abschied. Sag mal, ist der Auftrag sehr eilig? Nein, nein, die Entwürfe müssen erst in einem Dreivierteljahr fertig sein oder so. Aber ich weiß bloß nicht, ob dir das Produkt liegt. Was ist es denn? Das ist ein Babypuder. Ach. Naja, die wollen ein riesengroßes Plakat haben mit einem überlebensgroßen Säugling drauf. Naja, mit Kindern weiß er ja jetzt Bescheid, ne? Aber doch nicht mit so kleinen. Ja, ein Baby wird er doch noch zustande bringen. Hat er ja auch noch Zeit, er kann sich in aller Ruhe damit beschäftigen, ne? Hat er schon. Sogar mit Erfolg. Wieso? Wollen wir es Ihnen sagen? Nein! Ah. Wieso nein? Ich möchte es gern wissen. Was? So, du bist ja neugierig. Andi! Ach, ja! Ja, was denn? Alphonse, ein Kind ist unterwegs. Ja, natürlich. Tanja ist in der Heide, hat ja Werner vorhin erzählt. Meinst du, ich höre nicht zu? Also, Angie, ich gratuliere euch. Ich war schon mal gratuliere. Gratuliere, Werner. Alphonse kommt dann später. Moment, was ist denn hier los? Nein! Sag mal, bekommt ihr... Erraten! Dann melde ich mich aber als Pater an. Wir merken euch vor. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ich kann euch gar nicht sagen. Aber wieso? Du könntest sie auch schon längst fahren. Eben, warum soll es ihm besser gehen als uns? Alphonse, lass deine blöden Witten. Ja, das sieht man. Darauf wollen wir trinken kommen. Ja, ich auch. Nein, nein, du nicht, Angie. Werdende Mütter dürfen keinen Alkohol trinken. Ja, aber ich werdende Väter dürfen. Na, so viel ich weiß. Ja. Oh, das finde ich ungerecht. Wenigstens ein bisschen nippen. Aber ich nipp für dich mit. Ja, opfert sich. Ja, also, Kinder, ich stoße auf eure Familie an, auf dass sie blühe, wachse und gedeihe. Alphonse, sie ist doch schon dabei. Ich tue, was ich kann. Alles Gute. Tschüss. Was sagen eigentlich die Kinder dazu? Die wissen es doch noch gar nicht. Was? Wieso? Ihr habt ihr noch nichts gesagt? Es hat sich noch nicht ergeben. Wir müssen den richtigen Zeitpunkt abpassen. Warte mal, ich glaube, ihr traut euch nicht, was? Du, Wolfgang, das ist auch gar nicht so einfach. Wieso denn? Die Kinder sind doch schon groß. Eben. Ja, das muss man sehr behutsam tun. Naja, aber da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, nicht? Auch mit dem Haus. Ihr wollt doch sicher vorher noch umziehen. Ja, wollen wir natürlich. Das wäre das Beste. Jetzt kann ich ja auch noch helfen. Das wirst du nicht. Oh. Habt ihr das gehört? So geht das jetzt jeden Tag. Ich darf nichts anfassen und tragen, schon überhaupt nichts. Werner regt sich schon auf, wenn ich bloß meine Stimme hebe. Werner hat vollkommen recht. Du musst dich jetzt schonen. Jetzt fängst du auch noch an, dass wir meine beste Freundin sein. Wann seht ihr euch denn die ersten Häuser an? Montagnachmittag. Ja, wenn die Kinder aus der Schule sind. Und gegessen haben. Dann wünsche ich euch, dass ihr das findet, was ihr sucht. Das ist das Haus. 250 Quadratmeter Wohnfläche. Bitteschön. Es hat ein großzügiges Souterrain, das auch als Einliegerwohnung genutzt werden kann. Außerdem hat es einen Vollkeller mit gefliesten Räumen in absolutem Bestzustand. Aha. Schöne versammelte Hütte. Bruchbude. Der Zier- und Nutzgarten hat 800 Quadratmeter. Der Ziergarten ist gut. Naja, im Moment sieht er ein bisschen wild aus, aber das bekommt man schnell wieder hin. Also ich würde das in zwei Nachmittagen schaffen. Ah ja, wann hätten Sie denn mal Zeit? Wie bitte? Ach so, ein kleiner Scherz. Ja, sehr gut, sehr gut. Dürfen wir jetzt zur Innenbesichtigung schreiten? Ja, schreiten wir. Moment. Bitte. Ui. Tja, hier müsste natürlich noch einiges getan werden. Oh ja. Die Raumaufteilung kann man als ausgesprochen großzügig bezeichnen. Ach, und da kommt noch ein Kamin. Ja, das sieht so aus. Überhaupt, man kann ruhig sagen, das ganze Innere weist eine überaus klare Wohnkonzeption auf. Der extra Eingang für die sogenannte Einliegerwohnung ist unten, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Und sehen wir uns an. Hier, bitte. Aber seien Sie vorsichtig, ja? Ja. Na nu, ist lange nicht benutzt worden. Bitte, Vorsichtsstufe. Ja, aha. Aha. Ja. Sag mal, ist das nicht alles ein bisschen groß für uns? Was meinst du da? Ja, aber doch sehr hell, nicht? Nicht wahr. Darf ich Ihnen jetzt noch die anderen Räume zeigen? Das Dachgeschoss ist ausgebaut und im letzten Jahr renoviert worden. Das Haus ist also voll nutzbar. Ah ja, sehr interessant. Aber die Gegend, hier ist doch überhaupt nichts los. Ja, aber ruhig. Was für Rentner. Aber mir gefällt es hier auch nicht. Nein? Such mal was Neues.
massiv machen. Aber der Fußboden knarrt ganz schön. Ja. Hier wollen wir holen. Stimmt. Die Gegend ist auch okay. Hast du den Verhandler angesehen, gleich um die Ecke? Ja, aber leider kein Raum für mein Studio. Naja, also, sieht's ja sowieso nicht. Los, die Maschküche, ne? Jeder Quadratmeter ist ausgenutzt. Wenn Sie hier schauen wollen, hier links ein kleines Zimmer, das könnte man als Kinderzimmer benutzen. Ja. Hier ist die Küche. Auch sehr, ja, die Küche und hier ist nochmal ein Raum, der. Mutti! Ja! Mutti! Wir haben überhaupt keinen Garten. Oh, Susanne, da. Ja, das ist ein Pardon. Ja, das ist vorne natürlich nicht sehr viel, aber die Puddingkiste ist da. Aber das ist kein Problem. Alle Schlafzimmer haben Einbauschränke, das Obergeschoss, ein Kachelbad, die nach Süden gelagerte Terrasse, 35 Quadratmeter, ist mit Rasen und Buschwerk bepflanzt, wirklich ein Traumgrundstück. Außerdem hat es eine sehr verkehrsgünstige Lage. Sag mal, warum geben die Leute denn so ein Haus auf? Das muss doch ein Grund haben. Das überlege ich auch. Ja. Ui. Das ist zu verkehrsgünstig. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich sagte, das Haus liegt zu verkehrsgünstig. Hier wohnen. Das ist ja. Ich weiß nicht, Leute. Die sollten wirklich sehr verkehrsgünstig. So viel Raum finden Sie gar keinem anderen Haus, glauben Sie. Ich meine, bei den Osträumen, die heißen. Na, wir haben die Räume gefahren. Ja, das ist ein Arbeitsraum für Sie. Nein, Sie müssen nicht unbedingt. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Und das war das letzte Objekt. Sie haben alles gesehen. Mein Glück. Bommel ist auch schon ganz müde. Er hat nicht mehr Appetit. Warum hast du die Meersau überhaupt mitgenommen? Die stinkt. Du stinkst. Das ist dein Parfüm. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Wohl ein Sonderangebot, hä? Das ist meins. Tanja, du warst schon wieder an meinem Parfum. Stell dich doch nicht so an. Nee, aber ich stell's weg. Wollen Sie wirklich nichts trinken? Nein, danke, ich vertrage jetzt nichts. Das Eis ist sehr gut. Wir sind Ihnen dann wohl auf den Magen geschlagen. Aber nein, nein. Hatten Sie schon einmal Familien, die noch schwieriger sind? Nein. Das heißt natürlich ja. Es ist ja mein tägliches Brot, nicht? Werner? Werner, ich weiß, wo wir jetzt hingehen. Wohin? Mutti. Wir haben ja noch nicht alles gesehen. Nur das Erdgeschoss. Wovon? Na, von dem ersten Haus. Guck mal, Bommel. Markus, hast du das schon gesehen? Da drüben ist ein Sportplatz. Klar, hab ich. Und da fahren sogar die Busse lang. Sieh mal, Lulu. Da fängt der Wald an. Da kannst du dich immer schön austoben. Moment, das war mein Zimmer. Keine Angst, meinst du, ich zieh in so ein Loch? Ja, hier. Das ist dieses Zimmer hier. Das sind also über 36 Quadratmeter. Da muss überhaupt nichts gemacht werden. Nicht wahr? Ach. Sag mal, wissen Sie zufällig, wie hoch das hier ist? Oh ja, das sind genau 2,20 Meter. Ach, ist ja wunderbar, da passen unsere Vorhänge. Na, sehr gut. Hier wäre ein schöner Platz für einen Schrank. Ach, ja, den brauchen wir auch. Vor allen Dingen für meinen Mann. Er hat nämlich sehr viel Garderobe. Kann sich von nichts trennen. Also ich verspreche dir, ich werde was aussortieren. Mindestens 2 Anzüge. Ach, könntest du dich auch 3 sein? Wirst dich wundern. Das fürchte ich auch. Gibst du höchstens einen weg. Also, wo geht's denn dahin?
Oh, das ist ein kleiner Raum von etwa 12 Quadratmetern. Könnte als Zweitschlafzimmer benutzt werden. Für Eheleute, die lieber getrennt schlafen. Lieber? Lieber nicht? Oder schlafen Sie gern getrennt? Gar nicht, aber meine Frau besteht darauf, ich spreche immer im Schlaf. Kann doch sehr interessant sein. Eben nicht, das stört sie gerade. Ich spreche so undeutlich, dass sie kein Wort versteht. Das ist aber hart. Ja, ja. Aber wir sind ja auch schon seit 30 Jahren verheiratet. Sehr gut. Wie? Sehr günstig. Weißt du, wer hier einzieht? Das Baby. Aha. Sehr praktisch. Ja, da hören wir es wenigstens. Ich meine, wenn es schreit. Du wirst doch mal sehr froh sein, wenn du es nicht hörst. Tante hat mich keine Nacht durchschlafen lassen. Also unser Kind tut sowas nicht. Du wirst es erleben. Also Werner, ich finde dieses Haus geradezu ideal für uns. Aber dir hat es ja schon heute Morgen gefallen. Hm? Das hast du bemerkt? Natürlich. Also, wie wir da unten in dem Souterrain waren, da habe ich mir gedacht, das ist mein Studio. Da kann ich arbeiten, da fällt mir was ein. Da hast du den Gedanken schon alles eingerichtet. Du hast mir auch angesehen? Ein bisschen kenne ich dich auch schon. Ein bisschen ist gut. Du kennst mich viel zu genau. Mhm. Na und? Was willst du denn jetzt hören? Auf keinen Fall die Wahrheit. Vielleicht fällt dir was Netteres ein. Das fürs Erste. Nein. Na, Werner, wie wundert den alten Mann nicht so erschrecken? Der ist schon viel zu lange verheiratet. Der kennt so was nicht mehr. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Öl man hier so im Jahr braucht? Oh, ich fürchte ziemlich viel. Der Heizkessel ist total veraltet, aber vielleicht genügt auch ein neuer Brenner. Wir müssen ja sowieso noch in den Keller. Oh, da fällt mir ein, unten ist gar kein Licht. Ich gehe mal rasch zum Auto und hol meine Taschen ab. Ich bin gleich wieder da. Markus, Tom! Wir gehen runter. Und was ist mit dem Zimmer da? Das hat sogar ein eigenes Bad. Nee, das braucht Werner. Wenn er mal länger arbeiten muss, dann wird er morgens nicht so früh gestört. Ja, das Kind kommt sicher sehr früh. Und Tom ist immer sehr früh wach und da bin ich dann ungestört. So jung verheiratet, dann schon getrennte Schlafzimmer. So, hier bitte. Aber seien Sie vorsichtig, ja? So. Also neulich habe ich im Fernsehen einen alten Film gesehen, der spielt auf einem Ozeandampfer. Der Kessel hat so ähnlich ausgesehen. Der wird im gleichen Alter sein. Es wird wahrscheinlich das Beste sein, die ganze Anlage zu erneuern. Das sparen Sie dann später beim Öl. Ja, später. Und was kostet das jetzt? Sicher ein Vermögen. Na, und das muss doch alles die Eurodata zahlen. Du übergibst den Leuten ein intaktes Haus, also kannst du dasselbe von ihnen verlangen. Ich rufe dich gleich mal an. Die sind nämlich daran interessiert, dass der Umzug so schnell wie möglich über die Bühne geht. Handwerker haben sie an der Hand. Die Maler können also schon morgen anfangen. Das heißt übermorgen. Übermorgen wird sicher werden. Moment. Von Hilscher, verbinden Sie mich bitte mit der Eurodata, Herrn Fischer. Sofort, Herr von Hoff, so wie eine Leitung frei ist. Ja. Wahrscheinlich lauter Privatgespräche. Scheint sie noch nicht herumgesprochen zu haben, dass der Chef im Hause ist. Ja. Ach so, ja, das wollte ich dir übrigens noch vorschlagen. Was? Du willst doch in der Einliegerwohnung arbeiten. Da sollen die Maler dort anfangen und so wie die fertig sind, ziehst du mit dem Studio dort ein. Ja, du kannst dich ein bisschen um die Handwerker kümmern. Geht nämlich alles viel schneller, wenn der Chef im Hause ist. Bloß bei mir anscheinend nicht. Fräulein Hirscher, was ist mit der Eurodata? Immer noch besetzt, aber ich bleibe am Ball. Ja, die bleibt dann. Entschuldige, Alfons, aber ich muss jetzt leider gehen. Angie wartet. Weißt du, ihr Wagen ist in der Inspektion. Du, weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Aber ich bitte dich, wofür denn? Es macht mir doch Spaß. Ja? Grüß, Angie. Ja. Sieht man schon was? Nein, überhaupt nicht. Bei dir ist nichts zu übersehen. Wusste gar nicht, dass werdende Väter auch rundlich werden. Du hör auf, demnächst mache ich die Nulldiät. Da sagst du mir vor Bescheid. Da gehe ich dir nämlich aus dem Weg. Ich kenne das. Wenn du nicht genießen kannst, dann bist du nicht zu genießen. Ja. Ist eingepackt? Ja. Bei Mima hat auch Schluss gemacht. Ich hab's gesehen, sie ist gerade abgeholt worden. Das war eine Arbeit. Das Studio, das sieht jetzt aus. Trostlos. Was machst du denn da? Rote Kreuz wird morgen ganz krank ab. Ja.
Moment, ist das nicht mein grauer Flanellanzug? Dann willst du auch weggehen? Na, Liebling, die Hosenbeine sind doch ganz ausgebeult. Also, wenn man den aufbügelt, dann... Der Stoff ist schon so dünn, da kann man deine Knie durchsehen. Na und? Meine Knie sind sehenswert. Da, hier. Naja. Die Hose kann weg. Ja, aber das Sakko ist noch in Ordnung. Wann hast du den Anzug gekauft? Am Tag meiner Scheidung. Der letzten. Wollte mir eine kleine Freude machen. Das ist, wenn ich mich nicht irre, jetzt 15 Jahre her. Meinst du, die Jacke passt dir noch? Sicher, warum denn nicht? Schau doch mal über. Ja. Ja, vielleicht doch nicht mehr so schön. Also gut. Moment. Also der blaue Anzug, der bleibt hier. Nein, den habe ich zu gerne getragen. Ja, und so oft. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich den das erste Mal anhatte. Wolfgang hat eine Party gegeben und mit dem Anzug kann ich Aufsehen erregen. Das würdest du auch heute noch auf jeder Party. Die Hose glänzt schon so, dass sich das Kerzenlicht darin widerspiegelt. Sehr romantisch, aber bitte, wenn dir das nichts ausmacht. Bitte schön, nein, bitte, nimm ihn. Da, gib ihn weg. Nein, das kann ich, das ist ja gut. Also auf gar keinen Fall. Da, fühle mal den Stoff an. Habe ich aus London mitgebracht. Das ist ja gar nicht klein zu kriegen. Ja, aber den Ellbogen hast du schon geschafft. Nur, wenn man einen Lederfleck drauf machen lassen. Hör bloß auf damit, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Der Schnitt ist total unmodern. Aber in 2-3 Jahren ist er vielleicht modern. Die schmalen Krawatten, die habe ich auch nicht weggegeben. Und was ist? Modern sind sie. Werner, das Futter, hier, guck doch mal, das Futter, das ist doch völlig hin. Manchi, das ist mein Lieblingssakko. Die Motten hatten es auch sehr gern. Die hat wenigstens Geschmack. Aber das geht weg. Gut. Hi, Werner. Hi. Das habe ich noch gefunden. Lauter altes Spielzeug. Damit habe ich früher gespielt. Kann ich das alles mit ins neue Haus nehmen? Dann muss ich alles wegwerfen. Ja, kannst du behalten. So. Danke, Mutti. Ich muss jetzt weitermachen, weil ich so alles für Zeug angesammelt habe in den paar Jahren. Und zudem bist du viel netter. Mhm, weil ich ein bisschen vorausdenke. Die Spielsachen können wir ja schließlich noch gebrauchen. Natürlich, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber jetzt müssen wir es endlich den Kindern erzählen. Am besten nachher beim Abendessen. Willst du es ihm sagen? Ich? Ich dachte, man erzählt sich ihnen nicht. Einer muss es ihnen ja schließlich erzählen. Sind sie alle da? Nee, Marco schläft heute beim Freund. Na, dann hat sie gar kein Kind. Schade. Jetzt bist du erleichtert. Eva, gar nicht, im Gegenteil. Also ich wäre heute in Stimmung gewesen. Warum lachst du eigentlich? Ach, Werner. Du bist genauso feige wie ich. Vorsicht, Vorsicht! Ja, nun passen Sie doch auf, der Tisch wird ja noch gebraucht. Was ist denn mit den Säcken hier? Ja, die bleiben hier, die werden morgen vom Roten Kreuz geholt. So, das ist jetzt der Letzte hier. Hier, der muss auch noch mit. Soll ich mit den Herren gleich mitfahren? Nein, Sie kommen dann mit mir mit. Schade. Und wir sehen uns ja später. Ich mache mich jetzt fertig, ja? Ja. Werner? Ja? Was suchst du da? Nichts, ich wollte nur sehen, ob die Säcke richtig verschnürt sind. Also, falls du das Jackett suchst, das ist hier. Ich hab doch gesehen, wie dein Herz dran hängt. Das wollte ich nicht brechen. Komm. Milch. So. Oh Gott.
Schweinerei. Ja, 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 ja. Muss man nach Gehör kochen. Also in dieser Küche wäre ich aber auch nicht alt. Moment. Na? Sind ja schon ganz schön weit. Sind wir. Wir sind ja auch von einer schnellen Truppe. riecht aber gut, junge Frau. Von wegen, junge Frau. Das war einmal. Na, nun arbeiten wir ordentlich weiter. Sicher, junge Frau. Ist das Ihr Lehrling? Ist er. Hat schon ganz schön viel von Ihnen gelernt. Hat er. Haben Sie auch so einen Kaffeedurst? Hab ich. Ich muss da sowieso noch mal rein. So, jetzt wollen wir zwei erstmal zusammen eine Tasse Kaffee trinken, was? Die haben wir uns schließlich verdient. Danke, Frau Rabe. Den kann ich jetzt gut vertragen. Gucken Sie mal, den habe ich gestern noch gebacken. Im alten Haus. Ja, das wird ja wohl auch der letzte bleiben. In der Küche hier kann er mir das Backen vergehen. Ja? Ich wollte mir nur noch mal die Wände ansehen. Ah ja, das habe ich mir doch gleich gedacht. Was? Die Wände, die muss ich wahrscheinlich noch mal streichen. Aber sonst ist alles sehr hübsch hier. Sehr hübsch. Oh, ist der etwa selbst gebacken? Was dachten Sie denn? Wollen Sie vielleicht ein Stück? Ich möchte Sie nicht schädigen, aber wenn Sie schon mal dabei sind und ich mich schlagen lasse... Wir sind nämlich zwei. Na ja, gleich. Zuerst kommt mal Frau Niemeyer dran. Ne? Guten Appetit, junge Frau. Danke. Das sagen Sie wohl zu jedem weiblichen Wesen. Ja, bei Frau Niemeyer stimmt's ja auch. Ist ja auch jung und hübsch. Hm? Das sag ich ja. Das ist alles sehr hübsch hier. Ich komme dann nachher gleich noch mal wieder. Ich muss bloß die Farbe holen. Ach, dann stinkt es ja wieder so. Ich kann den Geruch nicht vertragen. Ach, daran gewöhnt man sich. Übrigens, nach Feierabend rieche ich nicht mehr nach Farbe. Interessant, was? So weit sind wir ja noch nicht. Nee, leider. Ich mach dann auch das Fenster auf. Sie sehen sowieso ein bisschen blass aus. Ich? Ja, ein bisschen Farbe kann doch nicht schaden. Also das kriegen wir schon hin. Für Farbe bin ich ja zuständig. Bis gleich. Ja, Moment, Moment. Wollen Sie Ihren Kuchen nicht mitnehmen? Ach ja, richtig. Da wollen Sie vielleicht auch einen Kaffee? Wenn Sie mich so schön bitten, ich bin so frei. Ich trinke Ihnen dann nachher bei der jungen Frau hier. Arrivederci. Aha. Da haben Sie aber eine Eroberung gemacht. Ach, sehe ich denn wirklich so blass aus? Oh, jetzt nicht mehr. Sind Sie ganz schön rot geworden. Wärme, du verdirbst dir die Augen. Da kann ich ja noch schlechter lesen. Das ist ein schreckliches Licht. Du hast ja die Vorhänge gar nicht zugezogen. Welche Vorhänge? Entschuldige, bin ich blöd, sind ja schon eingepackt. Schlafen die Jungs schon? Ja, glaube ich. Hoffentlich sind sie jetzt wieder wach geworden. Wie das heilt. Bei der Wachmann. Wir kommen jetzt ins Bett. Ja, gleich. Mach nur noch unseren Kronleuchter aus. Ist da noch jemand unten? Ich glaube, Tanja ist wieder mal im Kühlschrank. Sag mal, Werner, hast du die vielen sauren Gurken gekauft? Wir sollen die essen. Vier große Gläser. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommst du Appetit darauf. Steht das in deinem schlauen Buch da dran? Das weiß man doch, dass man in deinem Zustand einen wahren Heißhunger darauf hat. Werner, Liebling, ich habe bis jetzt in meinem Leben immer nur am 1. Januar saure Gurken gegessen. Und zwar, weil ich nach Silvester einen Kater hatte. Mutti, Werner, seid ihr noch wach? Nein, wir schlafen schon. Ja, komm rein. Und du, Mutti, machen Gurken eigentlich dick? Nee, glaube ich nicht. Prima, dann esse ich noch eine. Darf ich? Ich will etwas mit euch besprechen. Etwas ganz Dringendes. Könnt ihr auch nicht schlafen? Ausgerechnet. Oh, prima. Darf ich, danke. Ich habe gewusst, dass sie gegessen werden. Hallo.
Da kommt noch einer. Hallo. Du, Werner, den habe ich gestern in dem Karton gefunden, wo alles drin ist, was weg soll. Naja, das ist mein alter Fotoapparat. Kann ich den haben? Na ja, schon, aber mit dem kannst du nicht mehr fotografieren, der ist kaputt. Vielleicht kriege ich ihn wieder hin. Ich gucke ihn mir mal an. Ja, ja, guck ihn dir mal an, ja. Du, Mutti, mir ist kalt. Kannst du ein bisschen rücken? Ja, komm. Jetzt sind wir wenigstens komplett. Ach nee, Bommel fehlt noch. Ich hol ihn. Werner, wollten wir nicht was mit den Kindern besprechen? Gleich. Erst ist Tanja dran. Du wolltest uns doch vorher etwas Dringendes... Jetzt bin ich dran. Ja, also, das neue Haus ist doch nun viel weiter weg von der Schule. Und meine Freundinnen haben auch schon alle eins. Ich möchte endlich auch eins haben. Was? Das würde mich aber auch interessieren. Na, Nova. Mofa? Ja, das wäre gut. Dann könntest du mich doch auch mal damit fahren lassen. Dich auf keinen Fall. Du bist doch erst 13, dann mache ich mich ja strafbar. Du hast ja auch noch keinen Führerschein. Das ist doch ein Klacks für mich. Ich kenne da ein Mädchen, die ist schon dreimal durch die Prüfung durchgefallen. Und die ist intelligent. Danke. Bitte, bitte. Also ich bin nicht dafür. Radfahren ist ganz gut für dich. Hast du wenigstens ein bisschen Bewegung. Guck dich mal an, du hast schon wieder zugenommen. Du ja auch. Besonders in der Taille. Sieh mal, nein, das ist dir doch schon aufgefallen. Nun sag doch mal was. Also, von mir bekommst du kein Geld dafür. Du bist schon teuer genug. Wenn man bedenkt, dieses halbe Pferd, was das schon kostet, Stall, Futtergeld. Oder willst du das jetzt verkaufen? Meinen Dicken? Auf keinen Fall. Na, wer kauft auch schon ein halbes Pferd? Geht ja in keine Tiefkühltruhe. Sehr witzig. Was gehört dir eigentlich? Das Vorder- oder das Hinterteil? Das spielt doch keine Rolle. Doch, wenn dir das Hinterteil gehört, muss Werner kein Futtergeld bezahlen. Sehr gut. Dann müssen wir das Saubermachen übernehmen. Also, Schluss mit der Debatte. Wir haben jetzt ganz andere Anschaffungen vor uns. Ja, wir wollen nämlich eine von den Familienkutschen verkaufen. Ja, und die braucht ein hübsches kleines Auto. Noch ein kleineres? Dann kauft doch gleich einen Kinderwagen. Genau, das werden wir auch tun. Den brauchen wir nämlich. Was heißt das? Mutti! Was? Wir bekommen ein Baby. So, jetzt ist es raus. Das ist doch nicht dein Ernst. In deinem Alter? Du bist doch schon fast eine Oma. Aber nur fast. Ja, das wollen wir aber doch wirklich sehr hoffen. Und was sagt Papi dazu? Dein Vater? Also der hat nur wirklich nichts damit zu tun. Ihr macht ja Sachen. Musste das sein? Geplant war es nicht. Aber jetzt freuen wir uns. Sehr. Was wird es eigentlich, ein Junge oder ein Mädchen? Das wissen wir doch noch nicht, Tom. Aber das kann man doch heute feststellen mit Ultraschall oder so. Na, dazu ist es noch zu früh. Ja, außerdem, wir nehmen an, was kommt. Dann bin ich ja nicht mehr der Kleinste. Nee. Nein, der Drittälteste. Ich bin gespannt, was meine Freundinnen sagen werden. Wenn ich an meine Faschingsparty denke. Na, da wirst du ja schon aussehen. Am besten lässt du dich dann gar nicht mehr sehen. Also an dem Abend gehe ich mit deiner Mutter aus. Ich geniere mich nicht. Gegenteil. Naja, das hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt müde. Mir ist der Appetit vergangen. Gute Nacht. Ich komme mit. Darf Lulu heute bei mir schlafen? Ja, nimm sie. Oh ja, fein. Na, wenigstens etwas. Komm, Lulu, komm. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Bis morgen. Muss ich unbedingt in die Schule? Wir ziehen doch um. Du schreibst morgen eine Arbeit, Tom. Von euch hat man auch wirklich keine Unterstützung. Vielleicht freue ich mich doch aufs Baby. Sehr begeistert scheinen die Kinder ja nicht zu sein. Hast du das erwartet? Aber lass das Baby erst mal da sein. Jetzt müssen wir aber ganz schnell schlafen. Wir haben morgen einen schweren Tag vor uns. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich bin tatsächlich noch Hunger bekommen. Gehen Sie mal, gehen Sie mal. Bis morgen. Ja, ja. Viel Spaß. Danke. Hallo. Na? Sie gehen schon? Ja, schon ist gut. Wissen Sie, wie spät es ist? Ich habe mir gerade ein Taxi bestellt.
Ich dachte, Sie essen noch eine Pizza mit uns. Oh, na, vielen Dank, Herr Schumann, aber ich muss ganz schnell nach Hause. Mein Freund, der macht sich ja nichts ohne mich. Nimm mal ein Brot. Sie werden ihn zu sehr verwöhnt haben. Ja, bestimmt. Aber man kann ja nicht aus seiner Haut raus, ne? Also dann. Ach, Tanja hat Besuch. Wir machen uns in der Gegend schon unbeliebt. Oh, Herr Schumann, wie ich in dem Alter war wie Tanja, da haben sie Bomben geschmissen und die Flak hat geballert. Da ist mir so ein Lärm doch wesentlich sympathischer. Oh, mein Taxi kommt. Also. Die, was ich Sie vorhin schon fragen wollte, ja? War das Frau Niemeyer, die eben ins Auto eingestiegen ist? Ja, ja, war sie. Ja, wieso denn? Ich dachte, Ihr Freund fährt ein Motorrad. Fährt er auch noch, aber sie ist umgestiegen. Ja, Herr Schumann, bei uns tut sich was, ne? Und Sie sollen mal sehen, wenn wir erst unser Kind kriegen, da wird Leben in die Bude kommen. Nicht im Profil. Jetzt aber genug. So ein Film ist doch nicht teuer. Aber das Entwickeln und die Abzüge. Weißt du, was ich neulich wieder bezahlt habe? Über 20 Mark. Ja, weil die Bilder so gut geworden sind. Sonst wäre es viel billiger. Mutti, ist so ein Baby eigentlich schwer? Ja, ganz schön. Immerhin wiege ich jetzt 7 Kilo mehr. Komisch. Da war ich auch mal drin, als ich ganz klein war. Ja. Und das ist ganz schön gestrampelt, Tom. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Tommy, sind das deine Schulsachen dort auf dem Esstisch? Komm, ich muss doch recken. Ja, los, räum mal alles ab. Ein bisschen zack, zack, wir wollen nur gleich ein essen. Bild, bitte! Ach, mach nur doch nicht, doch, wo meine Haare ja heute nicht sitzen. Raus, so. Ach, Pfarrer, ja, ja. Machen Sie mir noch eine Büchse Obst, hört auf. Ja, ja, mach ich. Oh, das ist aber unsere letzte. Ach, so muss ich gleich aufschreiben. Ja. Warum nehmen Sie denn nicht den elektrischen Öffner? Ist doch viel leichter. Nein, 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 den gehe ich nicht mehr ran. Das Ding ist mir unheimlich. Kann man es ja Gott weiß was tun. Ach, ein paar Tuxen Linsen brauchen wir ja auch noch. Stellen Sie sich vor, Frau Rabe. Gestern Abend hatte ich einen ungeheuren Appetit auf saure Linsen. Das ist nicht verrückt. Das kenne ich. Wie mein Dieter damals unterwegs war, da war das bei mir ganz schlimm. Oh, auf was ich alles Appetit gehabt habe. Brathering in Gelee und Erdbeeren mit saurer Sahne. Spargel mit Schinken mitten im Winter. Ist sehr furchtbar. Ja, wissen Sie, was mein verstorbener Mann damals sagte? Nee. Ich hätte besser einen Delikatesswarenhändler heiraten sollen. Ja. Wann ist es denn bei Ihnen soweit? 7 Wochen. 7 Wochen. Mein Gott. Wie die Zeit vergeht. Naja, Frau Niemeyer ist ja auch schon im 2. Monat. Was? Na, wussten Sie das nicht? Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß es ja auch erst seit gestern. Plötzlich mochte sie keinen Kaffee mehr. Und da habe ich natürlich sofort Bescheid gewusst. Ne? Ein Glück, dass der Malermeister ernste Absichten hat, was? Was wird bloß mein Mann dazu sagen? Das ist ja eine schöne Überraschung. Für uns auch. Ach, hätte ich doch bloß die... Naja, Sie wissen ja, wie vergesslich ich bin. Und jetzt wollen wir natürlich heiraten, so schnell wie möglich. Ja, natürlich. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, Herr Schumann. Fred will unbedingt, dass ich aufhöre zu arbeiten. Er sagt, eine Frau gehört ins Haus und eine Mutter erst recht. Ich weiß, das klingt ziemlich altmodisch. Und Sie wissen, wie gerne ich hier arbeite, aber... Sie wollen also aufhören? Und wann? Ja, natürlich nicht heute und morgen. Aber möglichst übermorgen. Ach, Herr Schumann, was denken Sie denn von mir? Ich lasse Sie doch nicht im Stich. Bis zum 1. bleibe ich schon. Ja, wo wir doch so viel zu tun haben. Ja, und dann muss auch noch die neue eingearbeitet werden. Ja, die muss man erst finden. Das ist gar nicht so einfach. Ich hätte vielleicht jemanden für Sie. Die Freundin meiner Cousine, die ist gerade mit der Akademie fertig. Und Fred sagt, die ist noch viel hübscher als ich. Tatsächlich? Na, hoffentlich kann sie auch zeichnen. Na und wie? Die hat ein ganz irres Diplom. Und das sagt doch gar nichts. Muss mir erst sehen, was sie in der Mappe hat. Aber von mir aus, schicken Sie sie her. Endlich. Was hast du denn bloß so lange gemacht? Du hattest doch gestern Appetit auf saure Linsen. Na ja, da habe ich dir heute Nachmittag eine Büchse mitgebracht. Na, Liebling, du bist wirklich ein Schatz. Aber nimm sie gleich wieder weg. Ich kann Linsen heute nicht mal riechen. Nein?
Oh, die schmecken so gut. Dann muss ich sie wieder in die Küche hinuntertragen. Ach, stell das Tablett doch einfach ins Bad. Traumsaft auch nicht? Nee, danke, wirklich nicht. Weißt du, worauf ich heute Appetit hätte? Auf Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen. Aber sowas haben wir ja leider nicht im Haus. Na, schmeckt's? Nur ein Stück Wurst. Wäre schade drum. Ich hatte heute Morgen ein ganzes Viertelkilo weniger. Dann stell dich jetzt mal auf die Waage. Willst du nicht schlafen? Nein. Ich muss mit dir was besprechen, etwas sehr Wichtiges. Nanu? Ja, ich habe über uns nachgedacht. Schau, es geht uns doch gut. Wir sind gesund, ich habe zu tun. Also, so viele Aufträge wie im Augenblick habe ich noch nie gehabt. Unberufen? Unberufen. Ich meine, wir sind nicht reich, aber ja, wir wohnen schön, haben genug zu essen. Wenn wir auch nicht alles im Haus haben, worauf du gerade Appetit hast. Aber ich habe immerhin bewiesen, dass ich eine Familie ernähren kann. Das ist mir doch alles bekannt. Wozu erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du aufhörst. Womit? Zu arbeiten. Ja, und was soll aus meiner Boutique werden? Dein Anteil kannst du ja verkaufen. Wie kommst du denn darauf? Da wäre ich ja schön dumm. Die Boutique ist jetzt eine Goldgrube. Und das ist einzig und allein mein Verdienst. Als ich mich vor 4 Jahren da reingekauft habe, war in dem Laden überhaupt nichts los. Aber jetzt läuft er. Und in demselben Augenblick soll ich Schluss machen, Werner. Also du willst weiter jeden Vormittag außer Haus sein? Ja, warum denn nicht? Ja, wer kümmert sich um die Kinder? Aber ich bitte dich, die sind doch vormittags in der Schule. Und wenn unser Baby kommt? Das wird erst in 6 Jahren eingeschult. Liebling, das ist doch alles geregelt. Weißt du, ab und zu denke ich auch über uns nach. Ab nächste Woche fängt eine Verkäuferin bei uns an. Dann mache ich nur noch den Einkauf. Ich muss doch schließlich auch Geld verdienen. Das brauchst du doch jetzt nicht mehr. Aber ich will auch für meine Kinder sorgen. Oder meinst du, das Geld reicht, das ich von Bernie bekomme? Ich dachte, deine Kinder sind jetzt auch meine Kinder. Das sind sie doch auch. Aber schließlich habe ich sie ja mit in die Ehe gebracht. Da will ich auch was dazu schustern. Na gut. Jetzt bist du beleidigt. Nein, aber was soll ich denn dazu noch sagen? Werner, du liebst doch deine Arbeit. Ja, natürlich. Ich meine auch. Und was hat er darauf geantwortet? Nichts. Er hüllte sich in beredtes Schweigen. Jedenfalls weiß er jetzt Bescheid. Ich bin nun mal kein Hausmütterchen. Eben. Und im Moment schon gar nicht. Du bist ja jetzt die beste Reklame für deine Babyboutique. Übrigens, du hättest wirklich niemand einstellen müssen. Ich hätte dir sehr gerne auch geholfen. Wieso? Du wolltest doch nächste Woche in die Schweiz fahren. Ach so, ja, richtig. Hab ich ganz vergessen, aber bloß für 2 Wochen. Wir kriegen einen neuen Kamin in unserem Chalet. Hoffentlich macht Alfons nicht wieder Dummheiten, wenn ich weg bin. Wenn der bloß eine Frau in seiner Nähe hat, du. Aber seine neue Sekretärin, die hab ich ihm ausgesucht. Wenn du die sehen würdest, du. Alfons hat sich natürlich gewehrt, aber ich habe ihm gesagt, Frauen über 50 sind die zuverlässigsten Arbeitskräfte. Das ist gut. Hat Werner eigentlich schon eine neue Kraft? Nee, aber heute stellt sich eine vor. Sieh sie dir bloß vorher an, du. Du musst immer bedenken, die ist mehr Stunden am Tag mit deinem Mann zusammen als du. Und wenn darunter nur eine schwache Stunde ist. Nein, nein, ich sage immer, Mitarbeiterinnen können gar nicht hässlich genug sein. Gefällt mir. Ja, gefällt mir sogar sehr, von Hambach. Sagen Sie doch, Martina, ich komme mir sonst so erwachsen vor. Also gut, Martina. Wann können Sie anfangen? Ist noch ein Kittel da? Ja, dann gleich, wenn Sie wollen. Also Moment, Moment. Wir müssen ja sehen, wenn wir uns finanziell einig werden. Darüber werden wir uns bestimmt einigen. Ich gehe mal raus. Schön, also das eine muss ich Ihnen gleich sagen, wir haben im Augenblick sehr eilige Aufträge. Das bedeutet Überstunden und da kommt das Privatleben manchmal zu kurz. Ich habe kein Privatleben. Bis vor kurzem hatte ich noch eins. Ich möchte deshalb viel arbeiten. Ich glaube, das hilft. Werner? Ja? Hab ich einen Jeep? Auf Schmalstoller mit Harzer. Also das hättest du mir früher sagen müssen. Steh ich da mit der Gänsekeule, da ganz knusprig. Schau, mit Knödel und Blaukraut. Schon allein der Gedanke daran. Nee, tut mir leid, Werner, aber da wirst du dich opfern müssen. Ungern.
Aber aufgewärmt schmeckt das nicht mehr. Auch kein Knödel? Ah, ja, danke. Sieht aber so schön aus. Mhm. Deine neue Mitarbeiterin übrigens auch. Ein sehr hübsches Mädchen. Oh? Hm. Mir gar nicht aufgefallen. Ich glaub dir kein Wort. Du, Angie, ich hab vorhin Hambach angestellt, weil sie gut ist. Aber natürlich ist mir lieber, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Ist doch sehr schön, wenn man etwas hübsch gegenüber sitzt. Bringt dann auf Ideen, nicht auf dumme Gedanken. Ich möchte ja mal wissen, was du sagen würdest. Wozu? Wenn ich in meiner Boutique einen Verkäufer hätte, der so aussieht wie Robert Redford. Hm? Ja, gut. Und tschüss. Also bis Samstag. Mach doch nicht so einen Krach. Naja, Werner arbeitet doch. Eben. Und der denkt, ich bin längst im Bett. Also zisch ab, aber Piano. Wollen Sie nicht Schluss machen? Ich bin noch nicht fertig. Wissen Sie, wie spät es ist? Ich gehe sowieso nie vor eins ins Bett. Haben Sie denn keinen Hunger? Doch, den habe ich. Ja, also. Warum sagen Sie denn nichts? Essen Sie gerne Würstchen? Ja, sogar sehr gern. Ja, ich glaube, wir haben welche im Kühlschrank. Mach sie uns warm. Gut. Hi. Hi. Sag mal, bist du eben erst nach Hause gekommen? War toll im Black Sugar, ganz großer Auftritt. Wie schön. Du weißt ganz genau, dass Mutti nicht einschlafen kann, wenn sie weiß, dass du noch so spät unterwegs bist. Hier macht er mal einen Aufstand. Du wirst wenigstens jetzt auf sie Rücksicht nehmen. Andere Eltern sind viel cooler. Katrin ist neulich die ganze Nacht weggeblieben. So, und hat ihre Mutter nichts gesagt? Die hat es ja nicht mal bemerkt. Die war bei ihrem Freund. Nett, nicht? Sehr nett. Also mit sowas Necken können wir nicht aufwarten. Was machst du da? Ein Würstchen essen. Schmeckt ein Thema. Es genügt. Wir arbeiten nämlich noch. Nicht einmal mehr satt wird man in diesem Haus. Du schwindest ja auch schon richtig dahin. Ich verzieh mich nach nebenan. Hier vergeht dann ja der Appetit. Mann, das dauert. Werner, was machst du hier? Etwas zu essen für uns. Für uns? Ja, für Martina und mich. Das ist jetzt schon die dritte Nacht, die du mit mir verbringst. Das hört sich ja an, als ob du glaubst, dass ich mit ihr... Wir arbeiten zusammen und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Das glaube ich dir gern. Ich habe gesehen, wie sie dich anguckt. Die betet dich ja förmlich an. Ah ja? Das gefällt dir natürlich. Du brauchst ja jemanden, der bewundernd zu dir aufblickt. Sag mal, bist du etwa eifersüchtig? Ich? Ach du meine Güte, etwa auf deine Martina? Ja, auf wen denn sonst? Du, dieses Mädchen hat eine schwere Enttäuschung. Ach Gottchen, nee, und jetzt musst du sie trösten. Ach mein Gott, was redest du dir denn ein? Tu ich das? Bis vor drei Tagen hast du noch für mich gekocht. Jetzt kochst du für sie. Seit dieses Mädchen im Haus ist, treibst du dich jede Nacht im Studio rum. Ich kann das ja verstehen. Ich bin in diesem Zustand nicht gerade attraktiv für dich. In keiner Beziehung. Es ist ja kein Wunder, dass du kaum ins Bett findest. Ich habe das alles schon mal erlebt. Genau das Gleiche. Nochmal halte ich dich nicht aus. Angie, glaubst du nicht, dass du vielleicht im Augenblick ein bisschen hysterisch bist? Ich hysterisch? Ich bin nicht hysterisch. Aber ich habe allen Grund dazu. Ich bitte, ich leg dich jetzt hin. Ich verspreche dir, in einer Viertelstunde bin ich im Bett. Was willst du denn da? Schlaf doch in deinem Studio. Hast du dich mit Mutti gezankt? Nein. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und dafür war es aber ziemlich laut. So? Werner, bitte lasst euch nicht scheiden. Angie hat sich eingeschlossen? Mhm. Wo hast du umgeschlafen? Ja, auf der Couch im Gästezimmer. Heute Morgen beim Frühstück? Das hat mir Frau Rame gebracht. Angie war ja nicht mehr da. Also, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ja, ich schon. Junge, da gibt's nur eins. Du musst deiner Frau eine kleine Freude machen. Ja, womit? Komm mit. Zeig dir was. Bitte, ist nicht da. Komm her.
damit. Jedes Mal, wenn Bille Grund zur Eifersucht hat, bekommt sie einen Pelzmantel. Hm? Naja, bis jetzt hatte sie so 1, 2, 3, sagen wir 10 bis 11 Gründe. Gib dir mal die Adresse von meinem Kirschner. Aber Alfons, erstens kann ich mir so einen Pelzmantel gar nicht leisten und zweitens, Angie hat doch keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Wieso, du hast gar nicht? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Na, dann könntest du ja jetzt nicht, wo du sowieso schon den Ärger hast. Alfons, ich liebe meine Frau. Ja, ich liebe meine Frau auch. Nur eben schon 20 Jahre länger als du. Kannst ja gar nicht mitreden. Aber weißt du, ich werde nie begreifen, warum man eine Frau betrügt, die man liebt. Du, das ist nicht meine Schuld. So, wessen denn? Ja, das ist Bille Schuld. Die ist immer so überlegen und lacht sie mich aus und so. Du, da brauchst du ganz einfach jemanden, der dir mal zuhört, dem du imponieren kannst. So die jungen Mädchen, die sind ganz einfach glücklich, wenn du denen eine Handtasche schenkst oder einen Gürtel oder machst eine kleine Reise mit ihnen. Dann sind sie zufrieden. Für Bille ist das alles selbstverständlich. Der kannst du keine Freude mehr machen. Höchstens mit dem Pelzmantel. Ach so. Ja. Ach, deshalb machst du ja hier und da eine Freude. Ja. Jetzt gibt's ein kleines Problem. Der Kirschner sagt, wir sind schon alle Mäntel durch. Es gibt keine. Oh, mir wird schon was einfallen. Es gibt ja noch Juweliere. Du hast alles gehört? Alles. Ja, ich denke, du bist beim Friseur. Ach, ich war zu müde. Sein Glück. Sag mal, hat der Angie eine Szene gemacht? Ja, völlig unbegründet. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ich schon. Und ich kann's dir auch erklären. Kurz vor Toms Geburt hat Angie erfahren, dass Bernie eine Freundin hat. Die Sache lief schon über 2 Jahre. Du, das war damals schrecklich für Angie. Ich glaube, das wird sie nie vergessen. Na ja, jetzt ist es bald wieder soweit. Kann man es ihr da verdenken, wenn sie ein bisschen überempfindlich ist? Guten Tag. Guten Kann Tag. Ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja. Was aus dem Fenster? Ich suche etwas für meinen Enkel. Ach, ja. Darf ich mich mal umsehen? Ja, ja, natürlich. Ja. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Mhm. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Babyausstattung gekauft. So? Woran haben Sie da gedacht? Ja, an etwas sehr Schönes. Die Wiege. Kann ich die haben? Nein! Entschuldigung, ist viel zu teuer. Entschuldigen Sie, das ist doch meine Sache. Schließlich bin ich der Vater. Ah ja? Was heißt ah ja? Das weiß nur die Mutter genau. Aber ich will Sie natürlich nicht beunruhigen. Mal los, die Wiege, was noch? Tja, was braucht man denn für ein Baby? Meine Frau würde das wissen. Die hat nämlich schon 3 Kinder. Vielleicht hat sie dann noch Sachen. Bei 3 Kindern immerhin noch möglich. Jetzt sind die Ehe mitgebracht. Für die will sie sorgen. Aber das ist jetzt mein Kind. Dafür kaufe ich einen. Wie Sie meinen. Also da brauchen Sie zuerst einmal Strampelhöschen. Gefällt Ihnen das? Nein. Nein, ich möchte schon etwas Hübscheres. Ja, das ist ja schließlich für ein sehr hübsches Kind. Na, hoffentlich. Bestimmt. Wenn es nach meiner Frau kommt. Ach, finden Sie die etwa hübsch? Ich meine, im Augenblick. Haare hängen wie Strippen, Taille hat sie auch nicht mehr. Dafür umso mehr Pigmentstörungen. Die sieht doch jetzt aus wie ich zum Beispiel. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Sie deshalb eine Freundin hätten. Da sieht man doch, wie wenig Sie mich kennen. Meine Frau bekommt ein Kind. Unser Kind. Wissen Sie, was das für mich bedeutet? Die kann doch aussehen wie meine Frau. Für mich ist sie schön. Es wäre noch schöner. Jetzt werfen Sie sich ihm auch noch an den Hals. Der Mann ist verheiratet. Und er scheint es wirklich nicht vergessen zu haben. Guten Tag. Herr Schumann muss jeden Augenblick kommen. Muss er gar nicht. Von mir aus kann er sich Zeit lassen. Ich heiße Frank. Wolfgang Frank. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer ich bin. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Martina Hambach. Komisch. Ich habe von Ihnen viel zu wenig gehört. Schon fertig? Ja. Wo geht sie denn hin? Hände waschen. Ich habe jetzt Mittagspause. Ist sie ganz allein? Ja, schon seit 23 Jahren. Nur die ersten 18 Monate musste ich gefüttert werden. Oh, da habe ich aber Glück. Da könnten wir zusammen essen gehen. Was halten Sie davon? Ich überlege gerade. Ein
wirklich machen Sie einen ganz seriösen Eindruck. Oh nein, also das sieht nur so aus. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich weiß aber nicht, was mein Chef dazu sagt. Oh, der hat bestimmt nichts dagegen. Darum erzählen wir ihm auch am besten gar nichts davon. Kennen Sie das italienische Restaurant hier um die Ecke? Mhm. Um 1 Uhr. Der Herr Frank ist da. Herr Frank. Wolfgang, danke. Ja. Na? Reizend. Das Bild? Beide. Du, jetzt weiß ich, warum du immer so viel arbeitest. Ne? Jetzt fang du auch noch damit an. Da schau, die Entwürfe für die Kartoffelchips. Was ist das hier? Was junge Eltern wissen müssen. Ja, und wisst ihr es jetzt? Angie schon. Ich nicht. Weiß nicht einmal, wie man so ein Baby anfasst. Ich möchte ja richtig Bescheid wissen, ne? Das lässt sich doch machen. Ich brauche ein Telefonbuch. Du, entschuldige, ich bin schon wieder zu spät, aber du weißt ja, wie sowas ist. Oh, hallo, Lulutchen. Stell dir mal vor, der Wagen ist immer noch nicht fertig. Dabei war das doch wirklich bloß ein kleiner Kratzer. Naja, aber jetzt habe ich mir einen Mietwagen genommen. Bei uns da vielleicht heute eine Aufregung. Frau Rabe hat sich beim Büchsenöffnen in den Daumen geschnitten. Ach, du liebe Zeit, mit dem elektrischen, ne? Na, eben nicht, mit dem wäre es ja nicht passiert. Du, das hat so geblutet, wir hatten zur Unfallstation bringen müssen. Hoffentlich wird ihr euch nicht krank geschrieben, du. Alleine schaffst du den Haushalt nie. Oh, von wem sind denn die schönen Blumen? Von Werner. Ist das nicht ein herrlicher Strauß? Ja, wunderschön. Sag mal, macht der das öfter? Der ist so liebevoll und aufmerksam in letzter Zeit. Aha, da muss man aber Acht geben. Du, wenn Alphonse mich mit Blumen überschüttet, dann weiß ich, was mir blüht. Wenn der ein gutes Gewissen hat, dann kommt er mit 10 Tulpen an. Aber Bille, Werner ist doch schließlich... Ein Mann und mit sowas weiß ich Bescheid. Naja, du, ich werde ihm nachher mal ganz schön auf den Zahn fühlen. Oh, sind wir heute Abend allein? Ja, die Jungs sind zum Geburtstag eingeladen und Tanja ist bei ihrer Freundin. Und bei welcher Freundin ist Werner? Bloß auf damit. Werner ist mit Wolfgang verabredet. Mit Wolfgang? Du, das wundert mich aber. Wieso? Oh, ich will dich nicht beunruhigen. Das hast du bereits getan. Also jetzt raus damit. Was ist los? Tja, also, Wolfgang ist in Zürich. Der kommt erst morgen Nachmittag zurück. Weißt du das genau? Ja, Alphonse hat gerade vorhin mit ihm telefoniert. Ist Werner schon weg? Nee. Gut, dann fahren wir ihm hinterher. Komm. Ja, komm. Ich weiß nicht. Also, was kann man nicht machen? Natürlich kann man das machen. Meine Mietwagen gehen da doch nicht. Komm, also, ich weiß nicht. Nein, Mann, nachspionieren. Brauchst du nicht, das mach ich. Du sitzt bloß daneben. Ja. Da kommt er. Halt dich fest, es geht los. Alphonse hat aber einen besseren Geschmack. Das hätte ich dir gerne erspart, Angie. Jetzt bin ich bloß gespannt, wo der mit dir hinfährt.
dabei. Entschuldigung. Na bitte, geht doch ruhig vor, wir haben Schüsse ein. Danke, wir sind aber schon spät dran. Nacheinander. Und ich bin ja auch noch da. Das würde eine schöne Wasserschlacht geben. Sie sollten das Badezimmer mal sehen, wenn er aus der Wanne kommt. Soll ich gleich wickeln? Nein, geben Sie mal her. Erst soll mal jetzt Herr Schumann sein Glück versuchen. Komm, wir müssen hier weg, dann darf mich hier nicht sehen. Ich schäme mich zu Tode. Ich bin ja auch schon dabei. Ja, also, wenn sowas kann ja mal vorkommen. Darf aber nicht. Ja. Babys schlucken nicht gern Wasser. Na, nur fischen Sie Ihr Kind mal schnell wieder raus. So, Herr Schumann, nun mal ganz ruhig. Ja. Der Kopf muss auf dem Unterarm ruhen. Ja. Und mit der Hand müssen Sie... Nein. So. Nein, das ist ja schon so. So, und nun seifen Sie es mal ab. So, ne? Vorsicht, es, ja. Vorsicht, es darf nichts in die Nase kommen. So. Und in die Augen und die Ohren auch nicht. So. Und jetzt die Rückseite. Ich wüsste ein hübsches Geburtstagsgeschenk für Ihr Kind. Eine Taucherausrüstung. Warten wir mal ab, bis Sie dran sind. Das Umdrehen probieren wir gleich nochmal. Ja. Jetzt so? Ja. So. Und jetzt schön ab. Na, ja, ja, und jetzt schön abtrocknen. So. Na, bitte. Und jetzt gleich wickeln. Ja. Ja, das müssen Sie selber machen. Ja. Anna macht ein großes in Säuglingspflege und wir spielen Privatdetektive. Schäme ich wirklich. Warum macht er das auch heimlich? Die Aufregung hätte er uns ersparen können. Hallo. Oje. Strafmandat. Ja, natürlich. Wir stehen auf der falschen Seite. Das ich habe dem noch freundlich zugelegt. So. Ich bin fertig. Ja, fast. Naja, perfekter Vater bin ich noch nicht. Jeder musste mal anfangen. Ein bisschen spät begonnen, nicht? Schön. Frau Wenzel, ich muss mich aber jetzt verabschieden. Danke dann vielmals. Bis nächste Woche, Herr Schumann. Dankeschön. Ja. Wer ist jetzt dran? Herr Schumann. Ich wollte mich bloß noch mal dafür bedanken, dafür, dass Sie Lilo mitgenommen haben. Aber ich bitte Sie, Herr Diederich. Nee, ich heiße Peschke. Gerhard Peschke. Lilo heißt Diederich. Ach so. Wir sind nämlich nicht verheiratet. Gerhard sagt immer, heiraten ist nicht mehr in. Ja, na, da bin ich aber sehr out. Wozu? Wir sind doch jetzt seit 8 Monaten zusammen. Wir haben sich aber rangehalten. Ja, das stimmt. Aber nun sagen Sie mal selber. Wir wohnen zusammen, wir leben zusammen.
Ein Kind kriegen wir auch. Warum sollen wir dann auch heiraten? So eine Ehe, die beengt doch bloß. Jeder muss sich anpassen. Keiner kann sich entfalten. Nee, also, wir versuchen es erstmal ohne Trauschein. Mal sehen, was bei rauskommt. Und wenn ihm das Baby gefällt, dann heiraten Sie. Der redet ja wie deine Mutter. Die sagt ja sowieso schon nichts mehr. Von mir aus können Sie sich Zeit lassen. Ich denke nur an später, wenn das Kind in die Schule kommt. Dann hat es einen anderen Namen als der Vater und dann müssen Sie wieder erklären. Ach, komm, Zeit kommt Rat. Sehen wir uns am Dienstag? Dienstag? Da ist doch dieser Partnerkursus. Geburtsvorbereitung für Paare. Psychoprophylaktisch. Ja, genau. Wollen Sie etwa nicht dabei sein? Wobei? Ja, bei der Geburt. Ja, meine Frau möchte das nicht. Verstehst du das? Nee. Man will doch als Partner nicht ausgeschlossen sein. Wir beide, wir streben mal ein harmonisches Geburtserlebnis an. Sowas verbindet doch. Wir finden alles, was man gemeinsam erlebt, das verbindet. Ja, du tust ja schon beinahe so, als ob du die Wehen bekommst. Wenn ich die Wehen mitveratme, treten bei dir keine Verspannungen auf. Wirklich? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Angst? So eine Geburt ist doch die natürlichste Sache der Welt. Bis Dienstag dann. Frau Rabe, ja, ich dachte, Sie kommen heute gar nicht. Oh, ich lasse doch Herrn Schumann nicht im Stich. Nee, nee, das ist nicht meine Art. Danke vielmals. Ich habe zwar die ganze Nacht kein Auge zugetan, der Daumen hat vielleicht wehgetan. Ich kann Ihnen sagen, war nicht zum Aushalten. Morgens bin ich dann gleich zum Friseur, kann mich doch mit einer Hand nicht kämmen, nicht? Und dann zum Doktor. Der hat bloß mit dem Kopf gewackelt. Bis auf den Knochen durch, hat er gesagt. Er hat mich natürlich auch gleich krank geschrieben, 14 Tage zunächst mal. Aber ich bin nicht der Mensch, der alleine zu Hause rumsitzen kann und nichts tun. Ich muss was tun. Also was soll ich heute Mittag kochen? Gulasch. Gulasch, gut. Lassen Sie mal sein. Das mache ich schon alles. Mache ich schon alles. Frau Schumann, können Sie mir bitte mal eben in den Kinder reinhelfen? Was soll es denn danach geben? Als, Vorsicht, als Nachtisch. Ha, hoffentlich nichts aus der Büchse, weil an die elektrischen Dinger, da gehe ich nicht mehr ran. Sonst mache ich ja alles. Frau Schumann, bitte, würden Sie mir eben mal das hier durchziehen? Das geht so schwer allein mit der linken Hand zu. Mhm. Dankeschön. So, und das muss jetzt gleich wieder in die Schlinge rein, hat der Doktor extra gesagt. Haben Sie es? So, jetzt dann so. Lasse ich Sie jetzt allein. Ja, gut. Na? Ach, das war schon nicht. Frau Schumann, nun lassen Sie das. Wäre doch nicht nötig gewesen. Lassen Sie mich mal machen. Ich packe das schon aus. So. Und was soll es denn dazu geben? Kartoffeln. Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, die kann ich doch nicht stehlen mit der linken Hand. Können wir denn nicht Makroni dazu geben? Von mir aus schmeckt ja auch. Also ich gehe jetzt erstmal in die Waschküche. Waschküche? Was wollen Sie denn da? Das ist doch meine Naja. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das alles mit einer Hand zum... Das Fleisch ist ja nicht geschnitten. Ja, also schneiden kann ich das nicht. Womit denn? Im Elektromesser womöglich wieder, was? Ach, ist doch. So, jetzt muss ich aber beeilen. So. Ach, Frau Schumann, wenn Sie schon mal dabei sind, dann könnten Sie mir vielleicht auch gleich hier die Zwiebeln mitschneiden. Aber ganz fein, bitte, ja? So, und was für einen Topf nehmen wir? Den großen Gusseisernen am besten. Oh, nee, den kriege ich alleine hoch. Da müssen Sie mir schon mal helfen, Frau Schumann. So, bitte. Aber seien Sie vorsichtig in Ihrem Zustand. Lassen Sie mal, das mache ich jetzt alles schon. Sie brauchen mir jetzt nur noch hier die Tomaten zu schneiden. Das andere mache ich alles selber. Setze ich gleich noch das Wasser auf. So, haben wir gleich. So. Nein, nicht jetzt. Die müssen doch erst gepellt werden, Frau Schumann. Weiß ich. Ja, bitte, wenn Sie mal eben das Wasser hier auf den Herd setzen wollen, damit das kocht. So. Frau Rabe, das hat doch alles keinen Sinn. Sehen Sie das nicht selbst ein? Ihr Arzt hat vollkommen recht, dass er Sie krank geschrieben hat. Also, jetzt setzen Sie sich erst mal hin. Entschuldigung. Und trinken in Ruhe eine Tasse Kaffee. Ach, ja, den kann ich jetzt brauchen. Aber den koche ich Ihnen. Und das Mittagessen mache ich auch. Sie? Ja. Aber die Wäsche... Auch um die Wäsche kümmere ich mich. Bitte?
Wenn ich hier überhaupt nichts mehr tun darf, dann gehe ich am besten wieder nach Hause. Und dann ist sie wieder total erschöpft und tödlich beleidigt. Nein, wenn er wirklich, das ist besser so. Ich habe jetzt auch keine Hilfe, eher eine Belastung. Das macht mich wahnsinnig. Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. So undiplomatisch bin ich nur auch wieder nicht. Was? Nein, ich werde das schon schaffen. Kommst du nach Hause? Gut, wir warten dann mit dem Abendbrot. Wie? Nein, es kommt aus dem Fernseher. Tschüss. Tanja? Tanja! Ja, was ist denn? Sag mal, ist heute nicht Elternabend? Ja, aber du brauchst nicht hin. Werner geht. Ist ja sowieso viel zu anstrengend für dich, so wie du jetzt aussiehst. Hilfst du mir wenigstens bei der Wäsche? Ja, gleich, wie der Film zu Ende ist. Aber kannst du den Film nicht einen Moment unterbrechen? Nein, geht da nicht. Ich muss die Kassette gleich nachher wieder zurückgeben. Ich nehme hier nur einen kleinen Indisch. Wir haben was dagegen, dass Fremde hier fressen. Wo ist Mutti? Was? Wo Mutti ist? Weiß ich nicht. Immer diese Störungen. Oh, Zicke. Ich habe vergessen, die Waschmaschine wieder anzustellen. Machst du das mal? Mhm. Okay. Angie? Wo ist denn Mutti? Ich glaube unten. In der Waschküche? Angie! Ich werde sie ein für alle Mal verscheuchen. Also unten ist sie nicht. Dann wird sie oben sein. Wie kann man hier in Ruhe einen Film ansehen? Hier ist Tanja. Du, der Film von Conny ist wirklich prall. Ja, finde ich auch. Besonders die Stelle, wo sie glauben, sie haben den Sheriff umgebracht. Dabei ist er nur bewusstlos und schießt sie dann alle über den Haufen. Steh auf! Wieso? Schluss. Na, hör mal! Bis später, Ende. Du hast wieder ein Benehmen? Ja, Herr Schumann, ist der Doktor da? Ja, meine Frau hat plötzlich so furchtbare Schmerzen. Was ist denn? Wie? Ja, ach erst. Gut, dann fahren wir hin. Danke. Doktor, was ist mit meiner Frau? Kein Grund zur Beunruhigung, Herr Schumann. Aber? Wir müssen Ihre Frau hier behalten. Wir müssen sie erst mal ruhig stellen, so 2-3 Wochen. Sie hat sich in letzter Zeit wohl etwas zu viel zugemutet. Und besteht eine Gefahr? Weder für das Kind noch für die Mutter, wenn Ihre Gattin jetzt vernünftig bleibt. Und dabei können Sie ihr doch helfen. Mhm. Also gehen Sie doch gleich mal zu ihr. Darf ich? Natürlich. Danke vielmals. Ja, Tante. Und vom Bahnhof aus nimmst du dir dein Taxi. Ich sag Werner Bescheid. Ja, du, ich weiß, ja. Das macht aber nichts. Die paar Tage helfen uns schon sehr. Und du glaubst gar nicht, wie Werner sich freut, dich endlich mal kennenzulernen. Also dann bis morgen. Tschüss und nochmal lieben Dank. Sag mal, mir ist schlecht vor Schreck und du telefonierst schon? Ich musste doch gleich was organisieren. Setz dich doch. Alleine wird dir doch zu Hause nicht fertig. Wieso denn auch? Ein Glück, dass mir Tante Hede eingefallen ist.
Also pass auf, Werner. Morgen Abend gegen 9 Uhr kommt sie an. Du brauchst sie aber nicht abzuholen, habe ich mit ihr besprochen. Wie, du wärst Tante Hede? Na, die Cousine meiner Mutter. Ich habe dir doch mal von ihr erzählt. Ach, die? Also, ist es die, die sich im Winter immer ein Loch ins Eis schlägt und dann im See badet? Im Moment besteht ja keine Gefahr, im Sommer ist ja nicht zugefroren. Werner, wir brauchen sie. Bitte, du seid nett zu ihr, auch wenn es schwer fällt. Ich glaube, sie kommt gar nicht mehr. Schön wär's. Ich kann mich gar nicht mehr an sie erinnern. Ich schon, leider. Ist sie denn so schlimm? Wart's mal ab. Also, ich begreif gar nicht, wo sie so lange bleibt. Die müsste ja längst hier sein. Wenn du so ein Gesicht machst, dann geht sie sowieso gleich rückwärts raus. Da kennst du Tante Hede nicht. Das ist sie. Wie die schon klingelt. Lulu merkt auch schon was. Guten Abend. Du bist sicher der Werner? Ja. 3 Kilo zu viel, belastet nur das Herz. Dann willst du nicht zuerst hereinkommen, Tante? Die Tante lassen wir weg, die macht mich zu alt. Na Moment, den Koffer nehme ich. Hätte auch der Chauffeur hereintragen können. Welcher Chauffeur? Bist du nicht mit dem Taxi gekommen? Das wäre ja reine Verschwendung. Du bist den ganzen Weg vom S-Bahnhof bis hierher... Gelaufen, natürlich. Ich bin doch gut zu Fuß. Du musst dir mal merken, mein Junge, ich bin kein Mensch, der den anderen Umstände macht. Wie habt ihr mich denn untergebracht? Ich schlafe am liebsten auf dem Feldbett oder auf dem Strohsack. Ja, damit können wir leider nicht dienen. Die Kinder warten. Da seid ihr ja. Tanja, bist du gewachsen. Leider auch zu dick. Markus, bist sehr blass, du brauchst mehr frische Luft. Und du bist wohl der Tom. Warum schläfst du denn noch nicht? Geht ja nicht, bin ja noch nicht im Bett. Dann wird es höchste Zeit. Und das ist sicher euer Hund. Wie heißt er denn? Sie heißt Lulu. Aha. Lulu, komm. Du komm, Lulu, komm. Na, sie kommt nicht zu jedem. Auch zu fett. Das wird sich ändern. Habt ihr schon Abendbrot gegessen? Ja, wir waren beim Italiener. Ihr geht essen in ein Lokal? Ja. Na, das hört jetzt auf. Zum Frühstück habe ich euch was mitgebracht. Was Schönes, das wird euch bekommen. Jetzt geht das wieder los. Was ist denn los mit Lulu? Ist sie krank? Die begrüßt mich gar nicht. Die wird müde sein. Wir waren heute Morgen schon im Wald. 1 Stunde stramm marschiert. Ja, die Tiere brauchen Bewegung. Morgen, Adele. Morgen. 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 Na, warst denn noch gar nicht ausgeschlafen? Da wollen wir aber gleich mal anstoßen. Damit? Was ist denn das? Möhrensaft. Frisch gepresst, der macht munter. Den trinken wir jetzt ex. Naja. So. Gibt's heute keine Brötchen? Nee, die bekommt ihr dann nicht. Weißbrot auch nicht. Und das Graubrot bekommt ihr das letzte Mal mit. Heute Mittag backe ich euch ein richtiges Brot. Jetzt esst mal euer Müsli, das wird euch munden. Meinst du? Ja, wenn's nicht süß genug ist, dann nehmt ihr eben Löwenzahnsirup, den habe ich auch selbst gemacht. Tanja, da steht der Tee und bitte schenke ein. Ja. Was ist denn das für ein Tee? Meine eigene Mischung. Die Kräuter habe ich selbst gesammelt. So, eure Schulbrote sind auch gleich fertig. Was ist denn drauf? Gartenwurst. Gartenwurst? Ja, Gurkenscheiben mit Meersalz. Und dazu kriegt jeder Radieschen und noch 3 Äpfel mit. Ungespritzte, die habe ich auch mitgebracht. Die braucht man nicht zu schälen. Geschält würde der aber besser aussehen. Guten Morgen. Morgen. Na, scheint dich ja schon zu schmecken. Hanna, willst du schon frühstücken? Nein, ich möchte nur eine Tasse Kaffee. Kaffee? Du willst dich wohl vergiften? Nein, du kriegst eine schöne Tasse Kräutertee. Kaffee, das fehlt noch, der geht auf Herz und Magen. Außerdem kann man danach nicht schlafen. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht vor. Der Kaffee ist gleich fertig. Übrigens, Herr Schumann, ich brauche heute doch nicht früher zu gehen. Der Herr Fohnhoff hat mir abgesagt. Herr Fohnhoff? Ja, er wollte mir sein Haus zeigen. Der Alfons versucht es doch immer wieder. Was, der aber...
Und warum hat er jetzt plötzlich abgesagt? Bill ist doch gestern schon zurückgekommen. So, ich habe ihn schön stark gemacht. Das ist gut. Sie möchten doch sicher auch eine Tasse. Nein, ich bekomme schon vom Anblick Herzklopfen. Warum stellst du die Tasse in die Schublade? Die Tante muss jeden Moment kommen mit dem zweiten Frühstück. Du scheinst da richtig Angst zu haben, ne? Ich will sie nicht kränken. Sie meint's ja gut, aber seit sie hier ist, dann leben wir so gesund, dass wir schon alle richtig krank sind. Also ich finde eure Tante herrlich. Du wirst ja nicht von ihr verpflegt. Hier, ich habe Ihnen was mitgebracht. Möchten Sie es jetzt essen? Ja, später. So, mein Junge, hier ist dein zweites Frühstück. Ach, wieder die wunderbare Gemüsesülze. Oh, die sieht aber gut aus. Ja, du musst ihm unbedingt auch ein Stück bringen. Ja, ich habe eben davon geschwärmt. Er ist richtig versessen drauf, sie zu kosten. Ja, gern, bitte. Aber dann habe ich nichts für dich zum Abendbrot. Das macht nichts. Ist ja für einen Freund. Na gut, dann hole ich mal den Rest. Es freut mich ja so, wenn es euch schmeckt. Leider ist das nicht immer der Fall. Danke, schöner Freund. Musst du aufessen. Die Tante passt auf. Die sieht ja schon richtig schmal aus. Ein Glück haut die heute ab. Immer kommandiert die einen rum. Mach dies, mach das. Ja, die bedient euch nicht so wie eure Mutter. Ja, aber was macht ihr denn jetzt ohne sie? Frau Rabe ist doch noch nicht gesund. Wir schaffen das schon. Ja, mittags und abends werde ich mit den Kindern essen gehen. Tja, die Wäsche? Ach, ich. Ich helfe dir. Okay. Saugen tue ich und die Betten macht jeder selbst. Na, also, das Frühstück mache ich. Ich stehe ohnehin ganz gern früh auf. Meinst du, du kriegst das Müsli genauso gut hin wie Tante Hede? Bei 7:30 schon? Ach, warum haben wir nicht geweckt? Ja, denn jetzt ist es zu spät. Ja, Tanja! Tom! Markus, ihr müsst ganz schnell aufstehen, ich hab geschlafen. Tut mir leid. Tom! Zum Glück ist sie schon unten. Also, du hättest dich auch mal melden können. Also entschuldigt vielmals, aber ihr habt euch sicher schon das Frühstück. Geh mal, das ist schon weg. Morgenschlafmütze, der Kaffee steht da drin. Guten Appetit ist eine Mitteilung von deinem Tom. Oh. Da sieht man das alles stehen. Ich habe in 5 Stunden Tanja. Deine Strümpfe sind alle gewaschen, liegen auf dem Stuhl. Reizender Empfang. Entschuldige, Liebling, aber der Arzt hat extra gesagt, du musst im Bett bleiben. Aber er hat gespürt, wie unruhig ich bin. Ich wusste ja nicht, wie es hier läuft ohne mich. Da habe ich ihm klargemacht, dass ich auch ebenso gut zu Hause liegen kann. Na, dann tu das, du weißt ja, wo das Schlafzimmer ist. Bekomme ich denn nicht wenigstens eine Tasse Kaffee? Nein, die bringe ich dir hinauf, leg dich hin. Brötchen mit Himbeermarmelade? Oh ja. Mhm. Ich muss dich loben, hast die Kinder sehr gut versorgt. Na, das schaut nur so aus. Angie, ich hab gesagt, du sollst oben bleiben. Mal, Herr Schumann, Sie sind wohl aus dem Bett gefallen, was? Ja, das stimmt. Aber Frau Rabe, ich dachte, Sie sind krankgeschrieben. Ja, das denkt der Doktor auch, aber hier, gucken Sie mal. Der will schon wieder, will ich natürlich auch. Ja. Manu, sieht ja so ordentlich hier aus. Ja. Haben Sie jetzt etwa jemanden anderen, der für Sie sorgt? Mhm. So. Die Kinder. Das ist nicht möglich. Ja. Soll ich das hier schon mal wegwerfen? Nein, 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 den brauche ich. So, das bringe ich jetzt zu meiner Frau hinauf. Und die Strümpfe. Ja, aber ich kann Ihnen doch helfen. Nein, das mache ich schon. Wer hat denn den Kaffee gekocht? Auch die Kinder. Was? Moment.
meines besser. Oje. Entschuldige, aber es ist etwas übergeschwappt. Macht doch nichts. Gibst du mir mal den Koffer? Ja. Liebling, das sieht ja hier aus. Ja, ich weiß. Das musste vorhin schnell gehen. Naja. Ich räume nachher alles auf. Nein, das wirst du schön bleiben lassen. Das mache ich. So. Willst du keinen Kaffee trinken? Nee, nee. Gleich. Sag mal, was machst du da eigentlich? Packst du aus oder ein? Ich packe um. Muss doch alles fertig sein, wenn's losgeht. Der Arzt sagt zwar, es dauert noch eine Woche, aber Markus kam damals auch ein paar Tage früher. So, das wär's jetzt noch. So. Ja, danke. Ja, schau mal hier. Da, meine Strümpfe. Hat Markus gewaschen. Mit 60 Grad. Macht aber nichts. Tom braucht sowieso ein paar Socken. Es ist soweit. Wie weit? Na. Was? Bleib ruhig. Liebling. Liebling, wir sind gleich in der Klinik. Weißt du, nur jetzt nicht aufregen. In 5 Minuten bin ich. 5 Minuten bin ich. Wo ist meine Krawatte? Ach, du brauchst keine Krawatte. Ist alles im Bad. Habe ich dir zurechtgelegt. Und nimm was zur Beruhigung. Im Schränkchen ist Baldrian. Sonne, macht das Garagentor leise zu. Die Kinder müssen ja nicht unbedingt wach werden. Können Sie damit nicht aufhören? Sie nehmen einem ja die ganze Ruhe. Also, dass Sie jetzt essen können. Ja, warum soll ich mich aufregen? Bei uns gibt es sowieso immer Komplikationen. Sehen Sie mal, das ist nun schon unser 50. Kind, ne? Und so müsste es ja eigentlich können. Aber nein, die Hebamme hat schon wieder so komisch geguckt. Da muss man doch sehen, dass man bei Kräften bleibt. Herr Schumann? Ja. Ist meine Frau schon? Ja. Ich glaube aber nicht, dass es so schnell gehen wird. Sie können ruhig noch mal nach Hause fahren und wir rufen Sie dann an. Ach, das ist gut, ja. Ist da ein Telefon irgendwo? Ja, kommen Sie mal mit. Sehen Sie dort? Aha, ja gut, danke schön. Schön, dass ich mich mal telefonieren. Mach schon. Wolfgang? Ja, hast du schon geschlafen? Entschuldige, ich bin nämlich in der Klinik. Und nein, mir ist nichts passiert. Sie schon im Kreissaal. Und ja? Ach, das ist nett von dir, wirklich? Schön, also gut, dann bis gleich, ja? Bis gleich, danke, tschüss. Hallo,
trifft man sich wieder, weißt du? Ja, ja. Wollen Sie auch einen Schluck? Nein. Also ich nehme noch einen, ist gut für den Kreislauf. Herr Peschke, wo bleiben Sie denn? Komm ja schon, ich habe mir nur was zu trinken besorgt. Nur mal schnell, Ihre Gattin ist schon im Kreißsaal. Ja. Ihre Gattin? Tja, das ist Ihre Schuld. Seitdem hat sie mir keine Ruhe mehr gelassen. Gestern haben wir geheiratet. Ich gratuliere. Danke, danke. Tja, wollen wir mal, hm? Also sind Sie gar nicht nervös? Ach, überhaupt nicht. Kinder kriegen ist doch die natürlichste Sache der Welt. Ja, ja, richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Eigentlich müsste man ja gute Nacht sagen. Nacht ist gut. Die Kinder holen dann auch immer nachts aus dem Bett. Bis auf unser Erstes. Da hängt schon morgens um 10 los. Aber mein Chef hat mir sofort freigegeben. Den ganzen Tag. Das hat sich der wenigstens gelohnt. Hm? Ah, ich habe da noch gar keine Erfahrung. Das ist nämlich unser Erstes. Was meinen Sie? Dauert das noch lange? Haben Sie eine Ahnung? Wenn ich mir das letzte Mal nicht was zu essen mitgenommen hätte, wäre ich glatt verhungert. Herr Lindemann. Ja? Ich gratuliere, es ist ein Junge. Ein Junge? Wirklich? Ja, kommen Sie, überzeugen sich selbst. Das finde ich aber nicht richtig. Wir waren doch vorhin dran. Oh, Roberta, ist schon da, ist schon da. Also, da hätte ich mich gar nicht so beeinbaut. Ich habe mich ja nicht mal rasiert. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe dran gedacht, hier, was soll das Kind von uns denken? Wenn es nur schon da wäre, ich bin so nervös. Ach komm, manche hat doch Erfahrung. Ja, aber ich nicht. Das war schiefgegangen. Na, wir sind ja schon wieder da. Bleiben Sie erstmal schön ruhig liegen. Ich bin gleich wieder zurück. Was ist denn passiert? Oh Gott. War es so schlimm? Ja, wieso? Ich dachte, Kinder kriegen ist die natürlichste Sache der Welt. Na, Herr Peschke, wieder okay? Dann kann ich Ihnen jetzt noch gratulieren. Danke. Können wir denn jetzt reingehen und uns ansehen, was wir bekommen haben? Sind denn beide wohl auf? Ja, Ihre Frau auch. Wir haben nämlich Zwillinge. Oh. Das war zu viel für ihn. Zu viel? Gestern hatten wir Drillinge. Na, das kann passieren, wenn er wieder in Ordnung geschickt ist. Ja. Na, Herr Peschke. Herr Peschke. Ja, ja, es geht schon. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich bestimmt nicht so viel Geld für die Hochzeitsfeier ausgegeben. Es ist ein so hübsches Pärchen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kommen Sie. Hallo, Werner, komm, setz dich doch hin, du fällst uns auch noch um. Ja, setzen Sie sich mal. Wir können das auch nicht mehr ändern. Wir haben das unser getan. Ah, da ist ja Werner. Bitte, Alfons, wo kommt ihr denn her? Wolfgang hat uns aus dem Bett geholt. Alfons ist jetzt noch nicht ganz wach. Ja, extra deshalb soll ich anrufen. Na ja, natürlich, Werner braucht doch jetzt Beistand. Wie geht's dir denn, mein Junge? Guck mich an. Nein, guck mich nicht an. Ich bin überhaupt noch nicht zurechtgemacht. Na, überhaupt nicht ist gut. An jeder Ampel hat sie gemalt. Ja, aber ich bin nicht fertig geworden. Es war doch bloß dreimal rot. Ja, wieso dauert denn das so lange? Ja, keine Ahnung. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Da gibt es bei Ihnen auch Komplikationen. Wahrscheinlich ein Kaiserschnitt. Also Sie haben so etwas ungeheuer Beruhigendes. Da singt Sie ja, Herr Schumann, da kann ich ja lange bei Ihnen anrufen. Was ist es da? Ja, der Doktor. Ja, was ist es? Was ist es denn? Herr Schumann, ich gratuliere, es ist ein Mädchen. Ja, ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen! Ein Mädchen! Mutter und Kind sehen wohl aus. Ja, aber Problem, Papa, wenn Sie nicht wissen, kümmert, der ist ja ganz blass. Mir drehen ja auch schon die Augen, das sind wir ja völlig verbunden. Ich nehme doch einen Kittel. Das ist eine so hübsche Sache, wenn ich mir vorstelle, so ein kleines Mädchen sagt zu einem Papi. Nun ist unser Werner Vater. Ja, das hast du nie fertig gebracht. Wieso ich? Immer ich. Na, wer denn sonst? Oder wärst du lieber, wenn unser Kind einen anderen Vater gehabt hätte? Schlafen.
schon da? Junge oder Mädchen? Ihr habt eine Schwester bekommen, Franziska. Franziska? Wie sieht sie denn aus? Sie ist das hübscheste Mädchen in der ganzen Klinik. Hoffentlich gefällt sie uns auch. Ja. Ihr werdet sie ja sehen morgen früh. Das heißt, heute früh. Müssen wir dann nicht zur Schule? Na. Wegen Franziska? Mhm. Dann gefällt sie mir jetzt schon. Die fühlt sich ja gut ein. Ist sie das? Nein. Schade, sieht gut aus. Nicht wahr? Das süßeste Baby der Klinik. Aber ich denke, unsere Schwester ist. Nein, das ist doch ein Junge. Ja, und was für einer? Ja. Dann 7,5 Pfund. Ach, das ist doch gar nichts. Ich habe bei der Geburt über 8 gewogen. Ja? Woher weißt du das? Ich war doch dabei. Ja. Jetzt hören Sie uns mal unser Wesenzeichen. Ja, Schumann. Schumann. Also ich glaube, Franziska ist schon bei Mutti. Komm. Was seid ihr? Mutti! Oh Gott. Sie hat ziemlich blass aus. Na ja. Hat es wehgetan? Ein bisschen schon. Also für mich hast du schon wieder etwas Farbe. Aufgelegt. Man wollte nicht euer Schwesterchen sehen? Doch, doch. Eben, ja. Da. So. Das ist Franziska? Ja, ist sie nicht süß? Oh Gott, sieht die verschrumpelt aus, wie ein Apfel von Tante Hede. Findet ihr? Und was meinst du, Tom? Also, dir gefällt sie doch nicht? Naja, umtauschen können wir sie ja nicht mehr.